Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone-Episode hier auf Meeplay Games for You. Ich bin Suivo und wir spielen nochmal 2-3 Matches mit unserem Druiden-Deck. Wir hatten jetzt zuletzt in der letzten Folge eine Niederlage und dann wieder einen Sieg. Dann wurde leider unsere Win-Streak etwas unterbrochen. Ich hoffe, dass wir die jetzt in der Folge wieder erlangen. Wir werden sehen, ob wir das hinkriegen. Wir sind auf jeden Fall schon auf dem Weg zur Richtung Rang 10, spielen aktuell auch nur gegen Rang 10 da. Ein Paladin, da behalten wir einen Brankenhieb auf alle Fälle und die anderen beiden gehen weg. Falls er so einen schnellen Scheißdreck spielt, ist ein Brankenhieb immer mal gut. Bin ich der Meinung. Sonst haben Schützerin ist ganz ordentlich. Ich hätte nur gern noch so einen uralten Wächter. Schade, dass wir nicht die Münze haben. Und der Sternenregen sieht ja schon cool aus in Golden. Nichts zum Spielen leider. Guck mal, was er macht mit seiner Münze. Knife Juggler wäre super eklig. Okay, er spielt die Münze scheinbar gar nicht. Räumen wir den mal aus dem Weg, den kleinen Scheißer. Da hat er leider 3 Schaden gemacht, aber was soll's. Ihr könnt nicht vorbei. Okay. Schildträger. Den sieht man normalerweise nur in den Warlock-Decks. Ich denke, wir spielen ihn mal, damit wir was aufs Feld bekommen. Gut, dass wir den Lepra-Gnom auf jeden Fall kaputt gemacht haben, ansonsten hätten wir jetzt ein Problem hinter der Barriere. Denke ich. Wir haben 2 AOEs auf der Hand, das ist super. Weil es sieht schon so aus, als ob er so kleinen Scheißdreck spielt. Okay. Bin ehrlich gesagt gerade schon im Überlegen, ob wir den ersten Brankenhieb direkt benutzen. Ich denke, wir können uns das erlauben, weil wir den zweiten AOE auf der Hand haben. Und noch auf jeden Fall welche im Deck haben. Ist ja nicht so, als dass wir nur einen Brankenhieb hätten. Murloc, okay. Was kommt denn da jetzt? Ich hoffe nicht, dass er noch mehr Murlocs hat. Das wäre kacke. Okay. Ich denke, wir müssen den kaputt machen. Ich kümmere mich drum. Und wir müssen so einen ausspielen. Ich will nicht so viel Damage nehmen, weil ich absolut keine Ahnung habe, was für ein verrücktes Deck das ist, was der da spielt. Echt Silber Champion wäre am ekelhaftesten. Hat er aber wohl nicht. Vielleicht hat er im Diener 3 Angriff, okay. Ja, der hat so ein Rushdown-Deck einfach. So wie es scheint. Mein Schild für Argus. Ich kümmere mich drum. Ich will den AOE noch nicht wirklich benutzen. Wenn ich ehrlich bin. Und ich bin aktuell kurz davor, mich mit dem Urturm der Leere zu heilen. Melde mich zum Dienst. Je nachdem, was wir da noch so hinten raus bekommen. Wenn ich Glück habe, kann er den 3-2er nicht ordentlich töten und er muss seinen 4-3er opfern. Dann wäre mein Plan aufgegangen. Sieht aktuell so aus. Ja, perfekt. Plan ist dahingehend schon mal aufgegangen. Ja, da haben wir keinen Argus-Champion mehr und eine Sonnenbeschützerin ist ja auch schon weg.
Ich denke, dass wir das so machen müssen. Für die Wildnis. Auf in die Bresche. Bringt nichts, ihn jetzt schon zu spielen, weil wir nicht wissen, ob wir uns heilen müssen oder Karten ziehen müssen. Wir haben jetzt einen 3er AOE bzw. 6 auf 1. Er hat 4 Karten auf der Hand. Wir haben noch einen Heal und Alex Drasas und noch einen Urtum. Das ist auf jeden Fall was möglich. Machen wir doch so. Zorn für 3 und Karte ziehen ist super. Da sind unsere Heals alle, die wir brauchen. Ich denke nicht, dass er sich, dass er uns mit dem Portfolio an Heals, das wir jetzt auf der Hand haben, uns downrushen kann. Ich glaube nicht, dass er das schaffen wird. Kommandant, okay. Ich muss das Land bewahren. Auf in die Bresche! Schauen wir mal. Jetzt haben wir mehr HP und ein besseres Board als er. Karten habe ich auch noch genauso viele auf der Hand wie er. Ich habe keine Idee, wie er das machen will. Okay. Das ist schon mal ein erster Anfang von ihm. Münze hat er auch noch gehabt. Ach du Scheiße. Ich hoffe, dass ich meine Erfahrung ist sehr lustig. Sieht nach einem Ragnaros-Drop aus von meiner Seite. Schauen wir mal, was er jetzt hat. Nix mehr hat er. Ja, super. Steht schon mal wieder 1:0 in der Folge. Sind auf 3 Sterne hoch. Das heißt, mit dem nächsten Sieg hätten wir auch wieder die Winstreak aktiv und würden direkt auf Rang 10 springen. Schauen wir mal. Ein 3er Zorn plus Karte ziehen ist halt schon lustig. Durch die beiden Drachen. Bloodmage Talnus bin ich ja die ganze Zeit schon am überlegen, ob wir den nicht irgendwie noch im Deck untergebracht kriegen. Aber ich habe keine Idee, was wir rausnehmen sollten. Nur dafür, dass wir einen Spell Damage haben und eine Karte ziehen können. Jäger, das ist eigentlich ein... Also, es gibt viele gute Jäger-Decks momentan. Sowohl einen Rush als auch einen Control-Jäger. Wir hatten bis jetzt noch keine gesehen. Vielleicht sind die noch weiter oben. Oder... Es gibt aktuell wieder einen Counter-Deck dagegen. Deswegen ja auch viele dieser, dieser Swamp-Us-Dinger. Eine schöne Hand mit dem uralten Wächter und dem Zorn. Wir können ein bisschen was aufhalten. Machen wir den mal weg. Wir hätten es natürlich auch damit machen können, aber dann wären wir wieder hätten wir mehr Damage bekommen und ich wollte eine gerne Karte ziehen. Da kommt die Münze. 4-4 wäre eklig. Warum kann ich eigentlich nicht meine Klappe halten? Ich spiele nichts weiter, damit ich nächste Runde Karten aufs Feld bringen kann. Zum Ausritt. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mal, ob ich Karn aufs Feld bringen kann. Sieht sehr, sehr scheiße aus. Wir hätten doch erst mit der Heldenfähigkeit einen töten müssen. Das war scheiße. Ich denke, ich muss Karn aufs Feld bringen, das bringt alles nichts. Die Erdenmutter ist nah. Wir können nächste Runde dann das Sternenregen spielen und müssen hoffen, dass es reicht.
dass wir genug Heal im Deck haben einfach. Dass wir hinten raus überleben können. Wird sehr, sehr heftig. Lass die Hunde los, okay. Ja, damit sind wir schon auf 10 HP. Unsere einzige Chance. Für die Ehre. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir A. Spottgeber ziehen und B. Heals ziehen. Spotter und Heals. Weder das eine noch das andere. Für die Ehre. Das Ding ist, wenn er einen. Mutter sind auf uns gerichtet. Gut, selbst wenn er einen Leroy hat und wir auf Amon sind wir tot. Ich habe keine Zeit. Das heißt, bringt nichts, Amon zu spielen. Weil er dann schießt, so plus Leroy und wir sind tot. Das hätten wir überleben können. Aber dann wären wir auch so oder so tot gewesen. Das war einfach niedergerusht worden. Bisschen scheiße, weil wir halt ein Endgame-Deck haben. Ich denke, hätten wir mit dem Lepra-Gnom am Anfang mit der Heldenfähigkeit getötet, wäre es besser ausgegangen. Ich denke, das war ein Fehler. Werden wir in Zukunft nicht mehr machen. Dann würde ich auch sagen, machen wir noch ein Match. Das war jetzt so schnell. Wir sind erst bei 12 Minuten. Da geht noch eins. Denke ich. Ein Krieger. Krieger und Jäger sind ja aktuell so die berühmtesten oder die beliebtesten Decks. Danach kommt wahrscheinlich Druide. Spottgeber behalten wir mal. Für den uralten Wächter. Hätte ich den uralten Wächter nicht gehabt, hätte ich ihn weggetan. Ich würde das Kriegerdeck ja auch mal gern spielen, aber da fehlen mir so viele Legendaries für. Weil ich habe weder das Klassen-Legendary noch eins der anderen, die man dafür braucht. Ich denke, die Münzen brauchen wir nicht spielen für den uralten Wächter. Ja, war eine richtige Entscheidung. So konnten wir die nämlich sparen. Wir können den einfach so jetzt spielen. Ja, wie gesagt, mir fehlt dafür leider das Klassen-Legendary und ich glaube, mir fehlt noch irgendeins. Der Schwarze Ritter. Das sind so zwei, drei Karten, die ich, als ich das letzte Mal gecheckt habe, was man dafür brauchen würde. Ich denke, Silence bringt hier am meisten. Damit ist nämlich seine Rüstung wieder weg und er kann den Slam-Geschichten-Kram nicht ordentlich benutzen. Das ist nämlich auch so ein bisschen gefährlich bei dem Kriegerdeck. Dann kommt auch schon der Schildblock. Gucken, ob er den Slam hat. Er hat ihn. Macht er natürlich kaputt. Sehr logisch. Hätte ich auch nicht anders gemacht. Mein Schild für Argus. Zerschmettern, damit er eine Karte ziehen kann. Wird er wahrscheinlich schon eine feurige Kriegsachse haben, genau. Macht er den kaputt. War irgendwo klar. Gut ist aber, wir haben einen Spottgeber, beziehungsweise einen Spotter. Wo soll ich zuschlagen? So dass er den 2-3er nicht auch noch for free kriegt. Oder für 2 Mana, je nachdem, wie man will. Gut, wir haben Silence, das ist super. Mutter ist nah. Gegen den. Ich muss das Land bewahren. Und dann machen wir den natürlich auch kaputt. Ich denke, das können wir uns sogar erlauben, dass wir den so kaputt machen. Indem wir 3 Damage nehmen.
und dafür lieber den 2-3er behalten. Wird jetzt wahrscheinlich mit der Waffe den Spotter töten. So ist das aber leider. Wir haben jetzt auch keinen Silence mehr, weil wir jetzt beide benutzt haben. Was jetzt? Das heißt, wenn er jetzt so ein Fronting-Dingsbums hat, also einen wütenden Berserker ist er, glaube ich, auf Deutsch. Es ist ein bisschen eklig, wenn wir ihn nicht schnell getötet kriegen. Aber wir haben ja Sylvanas und einen Brankenhieb auf der Hand. Was jetzt? Da sollte schon was gehen. Ja, er überlegt ganz schön lange, muss ich sagen. Heißt normal, dass er kein gutes Spiel hat. Keinen guten Spielzug. Ein Schildblock Nummer 2. Ein Eiswind-Yeti. Yeti ist super ätzend jedes Mal, wenn er kommt. Ich habe keine Zeit für Spiel. Bringen wir halt mal Sylvanas. Mal gucken, ob wir vielleicht den Yeti bekommen können oder irgendwas anderes. Zur Not können wir den Yeti zumindest töten. Das Gute ist, dass wir den Großwildjäger haben, weil der Krieger hat viele, viele Große auch im Deck. Also Richtung Ragnaros und Alexstrasas hat er normal auch immer. Ist halt schon eine super Karte einfach. Also das finde ich, der muss ja Brawl spielen. Ja, macht er auch. Das Ding ist, selbst wenn er sein Yeti behalten würde, hätte ich den Yeti ja danach bekommen. Von daher, so toll war das jetzt nicht sein Spiel. Spielen wir unseren Kahn mal. Zerschmetter Nummer 2. Gucken wir, ob wir ihn hinrichten. Na gut, aber er kommt ja einfach wieder als 4-5er. Das ist ein super Hinrichten für uns quasi. Meine Klinge ist durstig. Der hätte ihn vorher spielen müssen, damit er noch Damage bekommt. Wird er noch einen Hinrichten haben. Jetzt hat der Khan quasi beide Hinrichten gezogen. Das ist natürlich super krass. Wenn wir das machen, geht er auf 5 hoch. Das bringt uns nicht viel. Könnten aber das hier machen. Ah, geht sogar beides. Dann ist das ja ganz offensichtlich, was wir da machen. Spürt den Zorn der Natur. Das war ganz, ganz easy. Ich habe jetzt überlegt, ob wir den hoch genug gepowert kriegen, damit der Großwildjäger ihn töten kann. Okay, dann kommt jetzt ein Wirbelwind oder sowas. Nee. Das war aber auch der zweite von den zwei Zweiern, die einen Schaden machen. Die Inner Rage Fuzzies. Eklig. Wir können aber ihn spielen. Können dann einen Zorn für 5 spielen. Den kaputt machen. Den töten. Den können wir für 2 töten. Beziehungsweise für 3 halt sogar. Eigentlich war es Schwachsinn, wir hätten auch den töten können mit dem Thorn und mit dem da angreifen. Hätte er ein HP mehr. Mal gucken, ich mache das jetzt nicht den Unterschied. Wir werden sehen. Rüstung, die passt. Und da ist Ragnaros. Der wird ihn auch nicht mehr retten. Kriegt sogar einen der Drachen, also einen der besseren zur Auswahl. 6 plus 5 sind 11. 12. Ich glaube, das reicht sogar. Mein Schild für Argus. Spürt den Zorn. Und das war's.
Ich wollte gerade sagen, nicht, dass er jetzt überlebt mit der Rüstung hier. Das wäre es ja gewesen. Wenn ich da nicht dran gedacht hätte. Weil eine Großwillige hätten wir auch nicht mehr spielen können. Das wäre krass gewesen. Naja gut, dann haben wir gewonnen. Ich glaube, wir haben 2 gewonnen, 1 verloren in der Episode. Passt schon. Und damit machen wir natürlich wieder einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Und das nächste Mal spielen wir dann Arena. Ja, je nachdem, was halt dann am meisten gewotet wurde. Bedanke mich nochmal und bis denne. Ciao, ciao.